So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X, liebe Final Fantasy Freunde und auch Final Fantasy X Freunde. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben im Tempel Bevel Priesterkorridor. Wir gehen jetzt erstmal schnell aufs Ferrobrett. Brauchen wir jetzt zwar nicht, weil wir machen jetzt den nächsten. Na. Gehen erstmal dahin. Denn wir machen jetzt den nächsten Tempel. Holen uns die nächste Bestie und das nächste Superobjekt. Wo komme ich denn? Doch, da komme ich her. Und ich muss sagen, das ist ein Tempel, den ich werde jetzt hier einmal. Ich habe 13 Level 1 Ferropässe. Also die braucht man eben dafür. Und wir holen für Kimari einfach mal eben schnell 200 HP mehr. Ja, der Tempel, das ist einer der absoluten Hasstempel. Also der Eistempel, da brauche ich immer ein bisschen. Aber da komme ich noch drauf. Also was heißt, da komme ich noch drauf. Das dauert einfach ein bisschen, bis ich da die Lösung habe. Der nächste Tempel ist, also die nächste Prüfung ist allerdings, finde ich, total verwirrend. Und ich habe sonst auch immer rausbekommen, aber da das fürs Let's Play mir zu lange dauern würde, werde ich da einfach meine Lösung zu Rate ziehen. So. Und zwar beginnt das Ganze, also die Prüfung. Fahren Sie über die erste Abzweigung mit einem... Achso, halt, erstmal müssen wir das da reinschieben. So. Also über die erste Abzweigung sollen wir hinwegfahren und der zweite Pfeil zeigt abwechselnd eben nach links und nach rechts. Und wir müssen, wenn er nach links zeigt. So. Was habe ich gemacht? Bin ich richtig? Ich hoffe. Also über die erste Abzweigung hinweg und dann... What? Ach, ich muss... Ach, ah. Moment. Moment, Moment. Ich muss da erst wieder reinkommen. Also wenn man drüber hinausfährt, dann geht es eben... ne? Kommen wir wieder am Anfang raus. Also hier müssen wir drüber. Und... wir müssen nach links. So. Dann sollen wir den Spheroiden vom Bevel an uns nehmen. Genau. Den Altar auf das Band zurückschieben und das nächste Ziel ist die gegenüberliegende Nische. Das heißt quasi, wir benutzen. Na? Wir benutzen das nächste Band, weil das eben wieder zurückfährt und müssen jetzt quasi wieder nach links. So. Dann kommen wir nämlich dahin. Da sollen wir den Spiriten einsetzen und dadurch aktivieren wir dann das. Das Hauptlaufband auf der mittleren Ebene. Es sind drei Ebenen. Genau, jetzt kommen wir nämlich nach unten. Tada! Genau. Nach unten ab. Okay, also wir müssen jetzt... Schieb. Symbol. Zum südlichen Symbol. Das heißt, ich fahre jetzt einfach geradeaus durch. Kommen wir eh wieder an den Anfang. Und dann müssen wir in die mittlere und dann müssen wir aber nach links abbiegen. So.
muss man eben schnell gucken. Auf der nächsten Ebene, wie gesagt, links ab. Sie bleiben auf der mittleren Ebene. Über den ersten Pfeil fahren sie hinweg. Beim zweiten biegen sie rechts ab. Okay. So, wir müssen nach links abbiegen quasi. So. Einmal nach links. Über den ersten hinweg und dann nach rechts. Erst den weg und dann nach rechts. Nein! Okay. Was stand da dran? Moment. Wenn Sie versehentlich geradeaus weiterfahren, fahren Sie einfach einmal im Kreis. Nehmen Sie den... Okay. Wir fahren wieder im Kreis. Also über den... Zack. Geradeaus weiter. Über den ersten hinweg und dann... Ach, das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn da... Hallo? Mehr wie 50 Mal drücken kann ich nicht. Kann ich nicht auch langsamer fahren? Langsamer, langsamer, langsamer. Ah, jetzt aber. So. Nehmen Sie den Spheroiden Insignia von der Wand und setzen Sie ihn in den Altar. Fahren Sie wieder los und biegen Sie bei der nächsten, der nördlichen Abzeigung rechts ab. Okay, also wir nehmen erstmal den Spheroiden Insignia aus der Wand. Ab in den Altar damit. Na? Das ist auch meine absolute Hassstelle, also tempelmäßig. Ich den Tempel so furchtbar finde. So. Biegen Sie bei der nächsten Abzweigung, der nördlichsten, rechts. Also hier geht es eh bloß in die Richtung. Das heißt hier auch wieder rechts. So. Nehmen Sie den Spheroiden von Bevel aus dem Altar und setzen Sie ihn in die Wand. Neben ihnen entsteht ein fester Untergrund. Ah, dann können wir auf die andere Seite. Verstehe. Na? So, Bevel. Ja, ja. Na? So, da rein. Und es dauert eben so ewig lang, wenn ich gar nicht weiß, wenn ich erst wieder gucken muss, wo muss ich wie, wann, wohin. Es dauert einfach zu lang. Nehmen Sie den Insignia. Oh nein, Ende des Korridors. Okay. Na? Also quasi den hier. Und auch da rein. Beim allerersten Mal, als ich die Passage gespielt habe, ich muss mal eben... Für euch ist es, glaube ich, nicht so laut. Für mich ist es unglaublich laut gerade. Beim ersten Mal spielen hat es echt ewig, ewig lang gedauert. So, ich nehme an, wir nehmen den... ja, den nehmen wir. So, legen Sie den Spheroiden in Altar und den Bevel wieder aus der Wand. So. Und setzen ihn ebenfalls in den Altar. Okay. Na? So. Fahren Sie jetzt dorthin, wo Sie zuvor den Spheroid Insignia aus der Wand genommen haben. Und setzen Sie dort den Spheroid Fraktura ein. Dadurch öffnet sich südlich von Ihnen ein Durchgang am Ende der Passage. Bild 12. Okay, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich glaube, das ist einfach der Abschnitt, wo wir davor waren. Ja, doch, das ist, das müsste... das richtige Ding sein. So. Langsam jetzt, langsam. Nicht so schnell. Ah, doch. Ha! Zack! Nein! Verdammt! Da will ich wahrscheinlich jetzt dann hin. Weil hier ist ja noch nichts. Da kommen wir noch nicht weiter. Oder doch, kommen wir. Auf jeden Fall wollen wir dann noch nicht lang.
Wir wollen in den nächsten Abschnitt. Aber vielleicht fährt das Band jetzt langsamer. Ja, tut's. Dann haben wir hier mehr Zeit zum richtig abbiegen. So. So, und da vorne haben wir, glaube ich, müssten wir das rausgenommen haben. Den Insignia. Deswegen kommt da Fraktura rein. So. Fraktura eingesetzt. Jawohl. Und jetzt öffnet sich da irgendwas. Ah, guck mal. Jetzt können wir da nur versuchen. Seht ihr einen Durchgang am Ende der Passage? Bevor Sie dorthin fahren, brauchen Sie noch einen zweiten Sphäroiden von Bevel. Fahren Sie zur ersten Kreuzung auf dieser Ebene, wo Sie automatisch anhalten. Fahren Sie nun nach rechts zur untersten Ebene, wo Sie einen Sphäroiden von Bevel finden. Da haben wir Erfahrung drin. Das kriegen wir noch. Da waren wir ja schon öfters. So. Da lassen wir uns jetzt einfach fahren, wieder einmal im Kreis. Und dann sind wir auch schon da. Na, wie geht's euch? Alles fit bei euch? So, hier müssen wir jetzt rechts abbiegen. Und dann geht's abwärts. Okay, die dritte Ebene ist keine richtige Ebene, da ist eben einfach nur der Bevel-Spheroid. Den nehmen wir an uns. Ja. Und rein damit. Jawohl. So, jetzt mal kurz pausieren. Damit geht es wieder hinauf zur mittleren Ebene. Dort biegen Sie rechts ein und bei der nächsten Gelegenheit wieder rechts ab. Schieben Sie den Altar bei der störenden Plattform auf die andere Seite und weiter geht's. Jetzt verlassen Sie die Laufbänder. Schick. Ah, ich dachte gerade, was geht denn jetzt? So. Da müssen wir lang. Und jetzt die erste wieder rechts, da waren wir ja auch gerade schon. Zack. Tada! Den müssen wir uns einfach nur auf die andere Seite schieben. So. Und dann müssten wir es eigentlich schon haben. Da, genau, da kommen wir jetzt da hoch. Und wir verlassen wirklich die Laufbänder. Ja, tatsächlich. Gehen Sie die Treppe hoch und setzen Sie einen Spheroiden von Bevel in die Wand ein. Den Satz hätte ich umgeschrieben, hätte ich gesagt, nehmen Sie einen Sphäroiden von Bevel, gehen Sie die Treppe hoch und setzen Sie diesen dann in die Wand ein. So. Nehmen Sie aus der Kiste auf der rechten Seite HP-Sphäroid heraus. Ja. Rechten Seite. HP-Sphäroid. Die Kiste verschwindet und hinterlässt einen leuchtenden Schalter. Okay. Drehen Sie darauf, damit der Altar erscheint. Drehen Sie auf der Stelle um und schieben Sie den Altar nach Süden. Fahren Sie nun mit dem Aufzug zu einer Kiste mit einer Ritterlanze. Achso. Nee. Muss doch. Gut, Süden ist immer relativ, je nachdem von wo man drauf guckt, ne? Aber ich glaube, das ist schon hier die Ritterlanze. Ja. Diese Waffe ist nicht nur einer der sechs Schlüssel zu Anima, sondern auch eine ganz passable Waffe für Kimari. Ja.
glaube ich ja nicht. Das muss ich gucken. Gucken, dass ich den Scheiß nicht... Wo habe ich so viele Halberts? Nee, Halberts. Tatsächlich. Ha, die wird da ausgerüstet. So. Nun können sie den Ort nach Norden verlassen und erleben, wie Yuna eine neue Bestie empfängt. Ich nehme an, das ist Norden. Das war jetzt die Prüfung im Schnelldurchlauf, aber wie gesagt, das wird sonst zu lang dauern. Wirklich. Inside maybe? Then what are we standing here for? Geh los, du kriegst so das scheiß Ding nicht hoch, du Pfeife. Hey! You can stuff your taboos! Ja, Kimari, der hilft mir. Ja, Kimari kriegt's hoch. Der hat jetzt auch die neue, die Ritterlanze, ne? Mit plus 3, plus 5 und plus 10. Achso, ich weiß gar nicht, waren das jetzt HP oder Attacke? Das erste Mal, dass wir in der Kammer der Astra drin sind. Und ich liebe die Musik. What's that? A faith. They join with the summoner and together receive the Aeon. They are human souls imprisoned in stone by ancient Yevon rites. The dead should be allowed to rest. Yuna! Warum nicht? Oh, Titus, du bist so eine Pfeife. Gerade sagt sie doch noch nicht rauskommen. There's the last of them. You are to stand trial. I expect it will be a fair trial. Of course it will. Sehen wir mal. Schauen wir mal. So, ja, wir haben Bahamut bekommen. Bahamut! Das Beste überhaupt. Ja, wir möchten gerne bis hierher speichern. Dann muss ich zumindest den Trial nicht nochmal machen. The High Court of Yevon is now in session. The sacred officers of this court seek nothing but absolute truth in Yevon's name. To those on trial, believe in Yevon and speak only the truth. Maester Kelk Ronso. Summoner Yuna. You have sworn to protect the people of Yevon. True? Yes. Then consider. You have inflicted dire injury upon Maester Seymour Guado, conspired with the Albed and joined in their insurrection. These are traitorous and unforgivable crimes that disturb the order of Yevon.
Ja, wenn es scheiße. Court, what possessed you ja, wenn es to participate in such violence? Your Grace. The real traitor is Maester Seymour. He killed his father Jiskel with his own hands. What is this? Hmm? Hadn't you heard? Was? Not only that, Maester Seymour is already dead. It is a summoner's sacred duty to send the souls of the departed to the far plane. Yuna was only doing her job as a summoner. Grand Maester Micah, please send Seymour now. Send the unsent to where they belong? Yes. Maester? Send the dead, Ja, scheiße, das ist auch einer. You would have to send me too. What? Grand Maester Micah is a wise leader. Even in death, he's invaluable to Spira. Enlightened rule by the dead is preferable to the misguided failures of the living. Life is but a passing dream, but the death that follows is eternal. Men die, beasts die, trees die, even continents perish. Only the power of death truly commands in spirit. Resisting its power is futile. But what of sin? I am a summoner, my lord. Like my father before me. I am on a pilgrimage to stop the death that sin brings. Are you telling me that too is futile? Grand Maester Micah, I am not alone. All the people who have opposed sin, their battles, their sacrifices, were they all in vain? Not in vain. No matter how many summoners give their lives, sin cannot be truly defeated. Their rebirth cannot be stopped. Yet the courage of those who fight gives the people hope. There is nothing futile in the life and death of a summoner. Never futile. But never ending. Indeed, that is the essence of the heaven. Lord Micah! The heaven is embodied by eternal, unchanging continuity, summoner. No. That can't be right! Those who question these truths, they are traitors. Lord Micah! Okay, wir werden als Ketzer verbannt. Get me out of here! I want out now! You hear me? You waste your breath. Man, I hope Yuna's okay. She's strong. She'll make it. She'll make it? What, so she can die?
Why is it everything in Spira seems to revolve around people dying? The spiral of death. Huh? Summoners challenge the bringer of death, Sin, and die doing so. Guardians give their lives to protect their summoner. The Faith are the souls of the dead. Even the Maesters of Yevon are unsent. Spira is full of death. Only Sin is reborn, and then only to bring more death. It is a cycle of death, spiraling endlessly. Ja, scheiße. Come out. Your sentence has been decided.